begrüße euch zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute wird es um ein interessantes Thema gehen. Ich stelle euch um und dann quatsche ich nebenbei mit. Aber erstmal Prost mit einer koffeinhaltigen Limonade. So, ich habe euch jetzt umgestellt und heute soll es mal darum gehen, um dem Motor, den ich hier habe, einen mechanischen Drehzahlmesser zu verfassen. Wir hatten ja in den Vorfolgen schon einen elektrischen der Firma Ost2Rad.de verbaut. Mit dem bin ich auch so grundprinzipiell zufrieden. Aber ich möchte das gerne einmal abgleichen, wie das ist mit dem mechanischen. Hab mir deshalb ein Set gekauft. Achtung, Kontakt. Des Weiteren möchte ich aber noch, Achtung, mal gucken, weil ich habe ein Phänomen, ich glaube, das ist auf meine Wabezündung zurückzuführen. Und zwar habe ich den Punkt, dass mein Drehzahl, der elektronische Drehzahlmesser, die Drehzahl abfällt und der Motor aber weiter beschleunigt. Ja, und ich glaube, das ist ein Problem meiner Wape. Die ist jetzt schon ein paar Jährchen drin und deshalb möchte ich da mal gegenprüfen. Ja, wie man das genau montiert oder sowas in die Richtung, das ist, denke ich, schon mehrfach gezeigt worden. Deshalb werden wir jetzt im Schnellverfahren das mal beschleunigen und dann sehen wir einfach weiter. So, verbaut ist hier ein Ronge gerade verzahnter Primärtrieb mit einer 1, 2, 3, 5 Scheibenlamellenkupplung und einer nadelgeladenen Druckplatte von irgendeinem Hersteller. Fragt mich jetzt bitte nicht mehr welchem. Und ein noch verschraubter Schaltwalzenbolzen. Bin damit recht zufrieden, funktioniert. Ja. Jetzt geht es halt darum, den Drehzahlmesser vorzubereiten und einzubauen. Und ja, dann sehen wir einfach mal weiter.
lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pump, pump, pump. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back to. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monsters like to come alive, come alive. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too sick, get out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. So, jetzt ist das ganze Thema hier unten abgeschlossen. Und wir haben hier den Stirnantrieb wieder drauf und ich bereite jetzt den Kupplungsdeckel vor, das wurde ja schon oft genug gezeigt und dann sehen wir uns einfach weiter. So, also ich habe jetzt schon relativ viel vorbereitet. Ich habe einmal frisches Öl abgemessen, ich habe einmal den Drehzahlmesserdeckel vorbereitet. Und es ist jetzt eigentlich alles sozusagen wieder fertig zum Zusammenbau. Dementsprechend werden wir jetzt einfach das ganze Thema wieder zusammenbauen. Und dann geht es eigentlich nur noch um den Drehzahlmesser oben. Dann versuchen wir mal einen Start zu machen. So, okay. Auch wenn ihr das von mir jetzt seht, macht das bitte mit äußerster Vorsicht mit dem Akkuschrauber und dem Schrauben reindrehen. Ich nehme keine Haftung oder sowas, wenn kaputt geht, weil ich habe nämlich einen, der einstellbar ist auf das Drehmoment und ich habe den aktuell gerade auf die schwächste Stufe eingestellt. Von daher kommt eher die Rutschkupplung als das, was kaputt geht. Ja, wie man es jetzt hier gesehen hat, ist jetzt die Kupplung gekommen. Hier auch. Ich nehme das jetzt bloß zum Anfädeln und nehme nachher die Ratsche, um das entsprechend anzuziehen. So. Jetzt habe ich alle Schrauben drin. Jetzt nehme ich mir die Ratsche halt, ist auch schon zigmal gezeigt. Und drehe das Ganze so über Kreuz, zumindest so wie es geht, fest. Mit Gefühl, das ist nur Alugewinde. Yeah. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, So, da mein Motor relativ ausgeblutet ist,
mache ich jetzt einfach die Ölkontrollschraube wieder rein. Und es ist wieder so typisch. Es ist wieder hier einfach nur Generve. Und lass das jetzt sozusagen dann einfach so, wie es ist. So, jetzt ziehen wir noch mal hier unten die Ölablassschraube fest. Das ist 19. Und ja, jetzt füllen wir schon Öl ein. Ja, das frische Öl ist drin, wenn es interessiert. Ich verwende hier von Ronge das, also was habe ich bei Ronge gekauft, das Maximal MTL. Sehr gute Erfahrung bis jetzt damit gemacht. Besser als das 80 GLW, aber auch das hat seinen Zweck getan. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. So, nichtsdestotrotz, Schalthebel wieder dran. Jetzt wird es dann natürlich nachher interessant mit der Tachowelle oder Drehzahlmesserwelle, wie ich die am sinnvollsten führe, ohne dass ich mir die großartig kaputt mache oder sowas in die Richtung durch den Kindersitz. Aber das werden wir nachher sehen. So, der Kickstarter ist jetzt wieder dran. Ja, gut. Schalthebel noch einstellen. Dann kommt der Öleinfülldeckel wieder drauf und dann sehen wir uns die obere Geschichte an. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying. Kupplung zieht sich. Kuppelt auch, alles schick. So, jetzt stelle ich euch wieder um und dann sehen wir weiter. So, ich habe jetzt schon so einiges vorbereitet. Ich kann jetzt erstmal mein Ölablass im Provisorium mit beiseite packen. Und habe jetzt, wie gesagt, so einiges vorbereitet. Sprich einmal den Drehzahlmesser. Auf ungefähr die Positionen gemacht, wie ich ihn brauche. Die Mutter hier unten festgezogen. Die Beleuchtung brauche ich jetzt ja nicht. Das ist irrelevant für mich. Und jetzt machen wir einfach eins. Schrauben den Drehzahlmesser hier oben ab. Den elektrischen. Oder lösen die Schraube. Und
schrauben da dann einfach den mechanischen mit an. Und dann hoffe ich euch, wenn die Welle drin ist, noch zeigen zu können, wie beides funktioniert. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Und zwar funktioniert das, wie ich das so hin wieder dargestellt. Das war, glaube ich, beim letzten Mal schon so schwierig. Gehen beide Drehzahlmesser. Genau identisch. So wie ihr gesehen habt, funktioniert der mechanische Drehzahlmesser und der elektrische. Und ich versuche euch in einem nächsten Video mal einzufangen, was genau mein Problem ist. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen. Bis später.